So. Poppy wartet auf uns am verbotenen Wald. Und es ist sehr passend, dass es nachts ist. Katze. Eine kleine Abkürzung. Und weiter geht's. Da drüben war, wurde ein Eingang gefunden. Das hat schon bessere Tage erlebt. Da zachst du immer, wenn du dran vorbeiläufst. So, ich schätze mal, wir müssen bis zum Tag warten. Oder nicht? Nachts im verbotenen Wald. Das ist genau die richtige Atmosphäre. Wo versteckt sich wohl Poppy? Die ist aber echt. Warum geht die so tief in den verbotenen Wald rein? So, ich hoffe, wir schrecken hier keine Kreaturen auf. Was treibt Natti so spät, so weit hinten im verbundenen Wald? Na toll. Ist auch noch wilderer. Lasst euch nicht stören. Bin nur auf der Durchreise. Eine Hirschfamilie. Wo zum Geier führst du uns hin, Poppy? Das Gesprächsthema in der Schule, seit du Mr. Rape und mich vor den Erschwinderinnen gerettet hast. Wir sollten besprechen, wie wir weiter vorgehen wollen, um Harlow aufzuhalten. Treffen wir hier die Zentauren? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen, als vielmehr eine Überraschung. Oder? Ach Gott, Poppy. Das ist eine Überraschung. Was ist denn... Erst mit dem Drachen, das ist jetzt... Das ist mit dem... Ich greife auch schon so eine Aktion und jetzt mit den Zentauren ist. Das Mädchen will Gefahr. Die ist echt auf Gefahr aus. Ich weiß nicht so recht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie sich freuen, ist überrascht naiv zu werden. Oder wir haben keine Wahl, wenn wir die Schnatzer schützen wollen. Bewusst. Sicher können sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Überall, wenn wir auf Poppy treffen, ist laut Gefahr. Wenn ich es mir recht überlege, sind sie dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Naja. Ich habe nur... Ach, egal. Was ist denn? Es ist nichts. Ich... Wir haben nichts zu verheimlichen. Wie klein es auch sein mag. Das stimmt.
Wir sind einfach ehrlich und sagen ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen sie uns einfach helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Wir treffen uns mit ihnen, erzählen ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Am Arsch. Wir werden sterben. Poppy, dass ich mich immer noch mit dir eingebe. Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte! Wir wollten mit euch sprechen. Ah! Du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortet. Nein, niemals! Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug! Herzukommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, alter Narr. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab! Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Schönes eingefrorenes Gesicht. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Wo ist das so, mit seinem eingefrorenen Gesicht? Törichte Kinder, wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor Goldene ich... Goldene Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie! Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz, noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein... Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Ja, das sieht nicht gut aus. Der Bogen ist auch irgendwie... Ich verstehe das nicht. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum vielleicht war er sind sich sie so sicher, wo wir einen finden können? Einen Mondstein? Ich habe Tausende. Ja, Mondsteine sind nicht... Sind Mondsteine nicht überall? Warum einen aus einer Höhle holen? So wie ich Zentauren kenne, meint er wohl einen bestimmten Mondstein. Na toll. Wir verstehen es sicher, wenn wir ihn sehen. Er hätte sich klarer ausdrücken oder wenigstens unsere Fragen beantworten können. Zentauren sind kryptisch. Oma sagt, niemand drückt sich umständlicher aus. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran? So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Aha. Ich melde mich, wenn ich was finde. Magisches Mondlicht. Wirkt wunderschön. Trauer und Vergeltung. Machen wir gleich mal bei Nazi weiter. Nehmen wir eine neue Mütze. Hier ist ein Upgrade. Das Outfit müssen wir aber ändern. Ich will meinen schwarzen Hut. Den schönen klassischen schwarzen Hexenhut. Die Maske ist ja besonders lächerlich.
der Schal während Longraids. Das wissen wir nicht. Auf zu Nati. Ich werde mal fliegen. Auf nach Hogwarts. Waren das schon die Besenverbesserungen? Also wir sind gerade ziemlich steil in die Höhe gestiegen. Das war bisher noch nicht so der Fall. Da müssen wir mal ein bisschen lenken. Mich schon wieder mit dem Besen fliegt, wenn wir den mit 3 Verbesserungen aufgewertet haben. Vielleicht mal am Weihnachtsbaum landen. Ich hoffe, wir kriegen hier noch irgendwie ein bisschen Weihnachtsfeeling mit, bevor wir in die Hauptquest weiter aufbrechen und die Prüfung angehen. Erfahrungsgemäß ist das nach den Prüfungen immer so, dass wir... Okay. Dass wir da... Jahreszeitenwechsel haben. Ach, Professor Black kannst du ärgern. Oh, ein Schlüssel. Wo fliegst du hin, kleine Schlüssel? Aha. Ein weiterer Ausmarke sammeln. Geschafft. Da ist eine Ausmarke. Da haben wir schon einige von gesammelt. Ich bin ja in den Kopfhörern am rumspielen. Sorry, wenn sich das Bild dann hört. Im Stream. Ah, ich wollte noch mit dir sprechen. Was gibt's? Unglaublich, dass wir den Aschwinderinnen entkommen sind. Du bist übrigens Gesprächsthema Nummer 1 in der Schule, seit du mich gerettet hast. Ich frage mich, woher alle davon wissen. Ich hab's meiner Mutter erzählt, in der Hoffnung, dass sie mir das Ganze eher verzeihen würde, wenn es von mir käme. Sie hat's wohl anderen Professoren erzählt. Sowas spricht sich schnell rum. Leider war sie sogar noch weniger nachsichtig, als ich gehofft hatte. Aha. Ich kann ihr nicht verdenken, dass sie besorgt ist. Wir waren in gefährliche Aktivitäten verwickelt. Als die Erschwinderinnen mich einsperrten und bedrohten, kam mir der Gedanke, dass meine Mutter vielleicht doch recht hatte. Hat Officer Singer irgendwas mit unseren Beweisen gemacht? Nein, Harlow ist stark wie eh und je. Jemand muss ihn aufhalten. Ob nun wir oder Officer Singer. Wenn jemand Monster wie ihn im Matabeleland gestoppt hätte, würde mein Vater noch leben. Was genau ist mit deinem Vater passiert? Nix. Es war ein schöner Tag. Meine Mutter kümmerte sich um einen kranken Nachbarn und so galoppierten mein Vater und ich durch die Savanne. Galoppiert? Dein Vater war auch ein Animagus, nehme ich an. Er konnte sich in eine prächtige Giraffe verwandeln. Er trug mich auf dem Rücken und ich hielt mich an seinem Hals fest. Wir waren auf dem Heimweg, als wir eine Gruppe von Banditen überraschten.
Sie kam aus unserem Dorf. Einer sah mich, als er gerade das Tuch vom Gesicht nahm. Er schrie und zielte dann mit seinem Gewehr. Er wollte nicht, dass du ihn identifizierst. Genau. Mein Vater krümmte seinen Hals, um mich zu schützen. Und wurde getroffen. Als er fiel, nahm mein Vater wieder menschliche Gestalt an. Als die Banditen das sahen, rannten sie panisch davon. Magie machte ihnen Angst. Und dann war er tot. Und das war meine Schuld. Deine Schuld? Inwiefern? Er starb, um mich zu schützen. Wäre ich fähig gewesen, mich selbst zu schützen, wäre er heute noch am Leben. Meine Mutter und ich versuchten, ohne ihn weiterzumachen, aber es wurde uns dort zu viel. Ein paar Jahre später zogen wir nach Schottland. Ihr lebt in dir, Nati. Sorry, das musste die Mutter musste ich gerade machen. Das war so, ich bin schuld an meinem Vaters Tod. Das ist so ein bisschen, ist ein bisschen zu sehr offensichtlich. Willst du die Erschwinderinnen ausschalten, um deinen Vater zu rächen? Nein, Rache treibt mich nicht an. Das würde mein Vater nicht wollen. Er und meine Mutter lehrten mich, dass es ein Privileg ist, für all jene zu kämpfen, die es nicht können. Auch wenn das manchmal heißt, ein Risiko einzugehen, ist es das wert. Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Und was hält deine Mutter von der ganzen Sache? Nun, wie du gesehen hast, macht sie sich große Sorgen. Ich glaube, es macht ihr bis heute zu schaffen, dass sie als Seherin den Tod meines Vaters nicht vorhergesehen hat. Sie vermisst ihn, genau wie ich. Darum versteht sie wohl mein Bedürfnis, für Gerechtigkeit zu sorgen, wann immer ich kann. Aber das heißt nicht, dass sie es gut heißt. Glaubst du, dein Vater wäre einverstanden mit dem, was wir tun? Oh je, das ist eine gute Frage. Theoretisch ja. Obwohl er sich sorgen würde, wie meine Mutter. Aber gerade er würde meine Verbissenheit sicher verstehen. Mein Vater hat nie einen Kampf für das Gute gescheut. Egal wie rücksichtslos der Feind. Das ist doch genau der Job von den Eltern. Und ich glaube, es hätte ihn gefreut zu wissen, dass ich eine Kameradin wie dich habe. Dass die Mutter Sorgen macht um sie, ist doch genau das, was seine Mutter tun soll. Es tut mir leid, was du durchmachen musstest, Nati. Dein Vater klingt außergewöhnlich. Das war er. Wahrhaft außergewöhnlich. Danke für die lieben Worte. Wir tragen alle eine Last. Mein Vater hatte dazu ein Sprichwort. Ja, ich erinnere mich. Der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Ganz genau. Bald bereiten wir den Erschwinderinnen ein Ende. Und Harlow nehmen wir uns als erstes vor. Und wenn er weg ist, werden wir uns um Rookwood kümmern. Wir machen Fortschritte. Wir werden erfolgreich sein. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Du verdienst all das Lob, das du bekommen hast. Incendio! Ich wollte den Kamin anfachen. Mach's gut, Nati. Revelio. Haben wir nichts mehr zu holen? Oh, hier gibt's noch ein Schloss. Alhomora. Denn hier? Aha, ein Demigeist. Bist du gerade des Leotard geworden? Oh, Schach als Blau. Naja. Du gehörst mir, Demigeist. Verbringen wir mal 24 Stunden hier. Einmal viel ruhiger hier gewohnt. So, einmal zum Hufflepuff-Gemeinschaftsraum.
Da sollten wir mal die Hausmarke abgeben. Warum treibt er sich so oft hier beim Hufflepuff-Gemeinschaftsraum rum? Ah, hier ist auch weihnachtlich geschmückt. Wow. Fantastisch. Na, wir sind gut dabei. Habe ich in der Aufnahme schon einiges geschafft. Auch schön. Weihnachtsdeko. Sollten wir mal in den Raum der Wünsche gehen, um dort mal Weihnachtsdeko zu platzieren. Falls wir die bekommen. Es gibt Halloween und Weihnachtsdeko. Ich weiß bloß nicht, wo man die herkriegt. Grenze überall. Es ist festlich geschmückt. So. Aufträge. Dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal die Quest hier. Machen wir mal eine kleine weitere Flugstunde. Danach widmen wir uns mal Hauptquest. Nächsten Hüterprüfung. Finde ich sehr schade, wenn es dann Jahreswechsel gäbe nach der Prüfung. Ich erkunde Hogwarts gerne im Winter. Weihnachtsfest zu verpassen mir, wegen. Als du mir das Venimosa Tentakula-Blatt geholt hast, habe ich keine fiesen Kommentare mehr gehört. Wegen der Sache. Erklärst du mir nochmal, wie die daedalischen Schlüssel funktionieren? Wenn du einen fliegenden Schlüssel siehst oder hörst, wait, folge ich, ihm zu seinem Schrank. Das Knifflige ist, ihn dann ins Schloss zu bekommen. Ich hoffe, du folgst ihm. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Ausmachen. Habe ich das gerade richtig gehört von ihm hier? Das war auch dem, den wir die Venimosa Tentacula gebracht, dass er hier damit vor seinen Mitschüler angeben kann. Ich habe schon die Befürchtung, dass der noch mehr gemobbt wird, aber irgendwie funktioniert das gegenteilig. Guten Flug! Dankeschön. Ist das hier auch noch nie hier? So, wo haben wir denn jetzt die Übungsstrecke? Dort scheint es zu sein. Oh, weia. Nach hier hinten. Der Bockbau. Das ist tatsächlich noch ein Stückchen Weg. Einmal ein paar Flugmanöver testen. Wenn es das Spiel erlaubt.
Tut's nicht wirklich. Ein bisschen über den Fluss. Oh, wow. Das musste mal getan werden. Interessanter Steinkreis. Können wir durch den Tunnel durch? Ich bezweifle es. Ja, es wäre zu geil gewesen. Können wir hier nicht höher fliegen, oder? Oh. Jetzt ist das Ende der Welt. Oh, genau, da müssen wir hin. Tja. World Border. Und ich bin in der Nacht. Auf einmal ist das hier. Sprich mit dem Händler von Irondale. Trollbekämpfung. Jetzt ganz woanders hingeflogen, wo wir zwar hin sollten. Das nicht. Da habe ich jetzt erwähnt, dass die Mörder weit im Südosten von Hogwarts zu finden ist. Dank der Küste, um die von ihm gewünschten Daten zu erhalten, muss ich an dem nächsten Wesentuch teilnehmen. Südosten von Hogwarts. Hier, das war das da, wie kommt man da hin?
Ist das zu Fuß möglich? Mysteriös. Würde mal sagen, da müssten wir hin. Das ist der Punkt, wo wir rüberkommen. Sehr interessant. Können wir hier oben landen? Gehen die Schienen entlang. Wir erkunden neue Orte, wo wir noch nie zuvor gewesen sind. Stimmt gar nicht. Hier waren wir schon. Quest verwirrt mich ein wenig. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Fällt mal der grünen Markierung, und was nicht mit dem Besen tun kann. Dann vielleicht zu Fuß. Das schafft man niemals zu Fuß. Jetzt mysteriöserweise wieder in diese Richtung. Da muss ich hin. Ist das Gebiet dort vielleicht blockiert, weil wir das später für die Hauptquest hin müssen, oder? Das könnte ich mir vorstellen, dass das wir da halt jetzt einfach noch nicht lang können, weil dort weil es für die Prüfung blockiert ist.
ja. Könnte es einen Pfad geben? Wie komme ich da denn hoch?